Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem Livestream zu World of Warcraft. Endlich kann ich mal wieder weiterspielen in Battle for Azeroth. Und hier seht ihr schon, es ist schon soweit, es gibt schon eine neue Saison, PvP Saison 2 mit neuen Ausrüstungsvorlagen, wieder ein paar Dungeon-Updates und die Schlacht von Dazar-Alor, wo man jetzt in das Herz des Sandala-Imperiums kommt. Also richtig was zu tun, richtig was vieles Neues. Mein Problem ist, ich habe noch nicht mal die Grundlagen geschaffen, nämlich noch nicht mal die Story durch. Also ich muss noch einiges tun. Wenn wir hier mal die Dungeons sehen, da seht ihr das. Das sind im Moment so die Dungeons vom Abenteuerführer. Und ich war bis jetzt erst in einem einzigen drinne. Das muss man sich mal vorstellen. Ich spiele jetzt schon seit einiger Zeit, aber mir fehlen echt hier noch 9 Dungeons. Und bei den Schlachtzügen war ich noch nirgendwo. Also Schlacht von Dazar-Alor. Ja, das ist dieser neue jetzt. Da ist noch einiges zu tun, bis ich dahin komme. Und ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin im Moment in Kul Tiras. Ich bin in der Allianz und habe hier den Tirer Gardesund soweit fertig. Da ist eigentlich alles das Wichtigste erledigt. Hier dieses Gebiet ist durch. Ich bin im Moment im Sturmsanktal. Und hier seht ihr, sind die ganzen Fragezeichen offen. Da habe ich noch einiges zu tun. Und danach geht es noch nach Drustvar. Ab und zu muss ich schon für die Hauptstory, hier für die, ja, ich sag mal, für die Allianz, musste ich schon nach Sandala rüber. Hier habe ich schon Vol'dun und Nasmir und sowas Brückenköpfe gemacht, immer hier. Also ich bin da schon zwar unterwegs gewesen, aber ich habe da noch nicht viel gespielt. So, also, das ist so aktueller Stand, Level 120. Ich bin also auch schon gelevelt. Und jetzt wollen wir ein paar Quests erledigen. Damit wir aber noch mal ganz kurz wissen, was wir tun müssen, ist hier erstmal freundlicher Ruf beim Glutorden in Drustvar bekommen, also in dem Gebiet, wo ich noch nicht dran bin, um die Kriegskampagne weiterzumachen. Das ist die Hauptstoryline. Aber auch beim Sturmsanktal habe ich noch 6 Kapitel offen, also hier in dem Gebiet, wo ich jetzt bin. Von daher werde ich mich jetzt erstmal hier drum kümmern und dann um die Kriegskampagne. Womit fangen wir an? Natürlich hier mit denen, die jetzt hier relativ nah dran sind. Hier die fabrizierte Fabrikationen und Neubewaffnung. Die beiden Sachen erledigen wir jetzt. Da ist dann noch ein Fragezeichen und gucken uns mal an, was denn hier im Sturmsandtal noch zu tun ist. Wenn ihr generell Fragen beim Kanal habt, zu mir, zu den Spielen, die ich zocke und so weiter und so fort, schreibt es einfach in den Chat hinein. Ich versuche euch dann, ja, wenn es geht, zu antworten. Also ich lese auf jeden Fall mit den Chat. Der ist nicht so zur Verzierung da, sondern ihr könnt richtig auch mit mir kommunizieren. Okay, hier wäre jetzt zum Beispiel auch was Gutes für Archäologie. Das Problem ist, ja, hier sind zu viele Gegner. Dann macht das nicht so einen Spaß, Archäologe zu sein. Weil da muss man mehr kämpfen als graben. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen rüber zur Quest und gucken mal, was wir dafür tun müssen. Das Gezeitenkreuz, das ist doch schon mal super. Hier gibt es einen Greifenpunkt. Und schon haben wir auch wieder einen Reitpunkt hier mitten in dem Gebiet und können uns jetzt mal um die beiden Quests kümmern. Also, fabrizierte Fabrikation, da sollen wir Kriegsschiff-Baupläne finden. Mit dem Schiff, das wir in der Werft bauten, stimmt was nicht. Ich habe die Pläne nie gesehen, aber ich glaube, zu meiner Zeit genug Schiffe gebaut zu haben, um zu wissen, dass es sich damit anders als üblich verhielt. Also irgendwas ist hier mit dem Schiff nicht richtig. Und die andere Quest ist Neubewaffnung. Das müsste die hier sein. So, und hier bei der Quest geht es darum, Moment, die Menschen in diesem Tal haben ein aufrichtiges Herz gegangen. Sie brennen darauf, die Kontrolle über ihr Zuhause wieder zu erlangen. Also, wir wollen hier helfen, dass wir wieder die Kontrolle erlangen, was mit dem Schiff los ist. Und da ist noch eine Quest irgendwo. Da liegt sie am Boden rum. Wir sind bei den Salzwerken. Honig haben wir schon alles erledigt. Obgleich sie verbrannt ist, bleiben einige Passagen der Nachricht des Architekten lesbar. Sie sind überall getarnt. Verschlüsselte Baupläne. Glyphe. Pontus beobachtet mich. Die Glyphe muss zur Entschlüsselung der Schiffsbaupläne dienen. Wahrscheinlich hat Pontus sie. Okay, besorgt die Glyphe des Architekten vom Gezeitenwächter. So.
Um die Baupläne zu lesen, brauchen wir den Zeitenwächter. Da ist ein Sternchen, das holen wir uns als erstes mal. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt. Ich habe keine Ahnung, ich habe lange nicht mehr gespielt. Erster Kampf, sofort Stern. Ja, ohne irgendwelche Vorbereitungen. Drückt mir mal die Daumen. Sofort Sternkampf jetzt hier. Ja, Monster-Level mit. Ist jetzt wie bei Elder Scrolls so, ne? Wenn man in ein Gebiet kommt und ein gewisses Level erreicht hat, sind dann die Mobs das gleiche Level. Man muss also immer damit rechnen, dass man besiegt werden kann. Oh, der blitzt hier ganz schön viel rum, aber bis jetzt hat er nichts ausgerichtet. Ich habe noch kein Spiegelbild benutzt, keine Heldentum. Bis jetzt alles gechillt. Scheint zu klappen auch ohne Heldentum. Jo, das war's für ihn. Was gibt's denn Schickes als Belohnung? Ein Böenwindspiel. Ein Schmuck-Item mit 110 Intelligenz. Stufe 273. Wenn wir mal gucken, Stufe habe ich im Moment die 274. Aber nicht so guten Schmuck. So. Doch guten Schmuck. Eigentlich. Ja, jetzt ist die Frage, was nimmt man jetzt eher? 286 ist der sogar. Tja, also. Anlegen. Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, einen kritischen Treffer für 8 Sekunden 300 zu erhöhen. Okay, und das andere war, entkorkt die Fiole, um einen Blitz auf das Ziel zu entladen, Naturschaden zu verursachen, der Gleichmessung und allen Gegnern. Boah. Nee, benutze magisch nicht so gerne. Hier ist es einfach anlegen und das passt. Ja, und ich bin Azeroth Level Stufe 12. Ich bin wieder bei 78% hier unten. Ja. Bedeutet, bald Stufe 13, ich habe aber kein Item für Stufe 13, also bringt mir nichts. Die ganzen Items habe ich schon durchgelevelt. Ich hoffe, ich kriege bald mal neue Items, damit das Herz von Azeroth auch Sinn macht. Und Orta Zidrat ist da, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und er sagt, cooles Game. Ja, auch World of Warcraft macht ab und zu nochmal Spaß, da geht es auch ab und zu ab. Und ist natürlich auch schön zu leveln. Viele Dungeons, viele Schlachtzüge. Im Endgame immer was zu tun. Ab und zu mal ein Patch mit neuen Inhalten. Und wird immer noch gut versorgt mit neuen Inhalten, muss man sagen. Letztes Add-on kam ja jetzt im... Oh, wann war das? August? September letzten Jahres. Ich bin mal gespannt. Nächstes Jahr müsste es ein neues geben. Auf der E3 dieses Jahr, vielleicht sieht man schon was. Dafür gibt's eine schriftliche Verwarnung. Ach ja. So, Waffen, die sammeln wir gerade. Was müssen wir noch hier tun? Baupläne. Da müssen wir mal gucken, dass wir auch die Baupläne hier irgendwo sehen. Ach, die haben die eigentlich. Die Gegner. Bis jetzt hat keiner einen gedroppt. Wenn das Spiel zu laut ist, sagt Bescheid, ne? Dann drehe ich das leise. Ihr sollt mich ja gut verstehen. Ich kann nicht genau einschätzen, ob ich zu laut oder zu leise bin. Ah, da haben wir den ersten Bauplan. Und jetzt gehen wir zur Truhe. Truhe ist gut, da ist noch eine Waffe. Ich lasse ich bluten. Aufmüpfige Morde. Aufmüpfige Morde. Die sprechen alle so nordisch by nature. Auch immer sehr witzig. Da kommt es so ein bisschen wie in Hamburg vor oder so. Oder auch Sylt. Aber man ist in World of Warcraft. Faszinierend. So, Alchemie auch immer wichtig. Ich nehme Sternmoos mit. Ich muss noch ganz, ganz viele Tränke basteln. Mein Alchemie ist noch nicht ganz hochgelevelt. Auch da habe ich noch was zu tun. Unten seht ihr auch die Kräuterkunde. Ne, seht ihr nicht. Das ist hinterm Chat. Kultiras hat sich auf 140 erhöht, die Kräuterkunde. Kann man aber auch mal schnell nachchecken. Hier ist es, 150 ist Maximum. Alchemie 150. Und ja, zum Glück kann ich mal wieder ein bisschen was bauen. Beschäftigen wir uns aber später mit. Jetzt wird hier gekämpft. Jetzt machen wir nicht hier mittendrin Alchemie. Könnten wir zwar, machen wir aber nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel.
Ich habe mich gerade so ein bisschen orientiert, wo ich denn jetzt am besten hingehe. Aber erstmal zur Truhe, das ist immer das Beste. Und da ist dann auch wieder ein Sternmob. Jetzt wieder vielleicht ein blaues Item. Noch weiß ich es nicht. Spielt ihr eigentlich selber WoW oder guckt ihr nur zu jetzt bei mir? Seid ihr Abonnent, der alle meine Spiele guckt? Oder guckt ihr nur WoW zu? Kann ja auch sein. Oh, jetzt sind es doch auf einmal viele. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wo kommen wir denn auf einmal alle her? Das war mal eine knappe Sache. Die Frau habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur diesen Schmied gesehen. Und dann auf einmal ist sie auch dabei. So. Dann futtern wir doch mal ein bisschen was. Wieder ein Bauplan mehr. Sehr gut. Läuft. Aber wo ist der Named? Wo ist der Named? Da oben irgendwo. Ah ja, da wo das goldene Ding ist. Gut. Holen wir uns den auch gleich. Aber das ist halt das Problem, ne? Wenn man so viele Items auf einmal sammeln muss. Bei ESO haben wir halt sehr viel Storyline. Da erzählen die NPCs super extrem viel. Hier haben wir halt extrem viel Gefarme für die Quests, ne? Immer 8 Items, 12 Items. 7, 9, 15 Items. Ist halt die Frage, was gefällt einem lieber? Gefällt einem lieber, dass die NPCs viel erzählen, viel Stories haben, so wie in ESO? Oder gefällt einem eher, komm, ich nehme schnell mal 20 Quests an und sammle dann ohne Ende Items? Mir gefällt lieber das mit der Story. Also dieses immer weiter Items sammeln ist halt blöd, aber gut, fürs Leveln ist es super. Blöd ist nur, wenn man 120 ist, das ist nämlich das Max. Dann bringt's nichts mehr. Dann ist auch mit dem Level vorbei. Mit dem Leveln ist es dann vorbei. So, jetzt, was ist in der Truhe drin? Kriegsvorräte brauchen wir für die Aufträge. Was ist hier noch? Die hat vielleicht auch noch einen Bauplan. Ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch 5 von sammeln. Dann müssen wir noch 5 Waffen sammeln und dann noch den Name. Dann haben wir auf jeden Fall hier diese Schiffswerft erstmal clear. Die Salzwerke. Heißen die eigentlich Salzwerke? Ist das gar keine Schiffs... Salzkraftkanonierin. Kanonieren hier. Was ein Name. Also wird hier eher Salz abgebaut oder so. Salz ist wichtig. Das ist auch ein schönes Märchen hier von wegen irgend so ein König fragt seine Tochter, Töchter, wie sehr sie ihn lieben und dann redet er davon, dass sagen die Töchter, wie Gold und Juwelen und wie alles Mögliche auf der Welt und so weiter und die eine sagt wie Salz und dann verstößt er die und ab dann kriegt er kein Salz mehr zu essen und keinem Essen mehr und dann ist er so am Verzweifeln, dass er merkt, wie wichtig Salz ist und dann darf die Tochter wieder zurück. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Aber ich weiß halt nicht mehr, wie das Rätsel richtig geht. Wie das Märchen richtig geht. Ich kann mich nur noch dran erinnern, weil ich so gerne Salz mag, dass ich das Rätsel... Oh, was ist denn ein Rätsel? Dass ich das Märchen beeindruckend fand. So. Aber frag mich nicht. Die Salzprinzessin? Der König und das Salz? Keine Ahnung. Ach ja, da war ich noch jung. So, immerhin. Schon 4 Pläne haben wir. Die Hälfte ist geschafft. Jetzt gehen wir mal zum Chef. Vielleicht auf dem Weg zum Chef finden wir noch ein paar Pläne. Wie weit seid ihr in WoW? Habt ihr schon mehr geschafft als ich? Ich bin bestimmt wieder sehr langsam. Zurzeit spiele ich auf meinem Kanal ja Assassin's Creed. Odyssey. Ganz selten. Was ist das da hinten? Oh, nee, jetzt kommen sie wieder alle hier auf einmal. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Oh, aber auch ein anderer Spieler. Ich habe kein Ziel. Das war jetzt einfach. So, die Waffe will ich auch mitnehmen hier. Mal gucken, was da in dem Tank drin ist. So. 10 Minuten, kritische Trefferwertung, Tempo, Meisterschaft. Naja, gut. Okay.
Waffen haben wir jetzt durch. Hier liegen nochmal zwei. Das der nimmt. Ja, das ist er. Dann haben wir den auch. Da ist auch der Sternmeck. Ich sehe ihn schon. Wird ausgelöscht. So, hier machen wir es hier so ein bisschen. Sehe ich klar. Seht den Schatten eures Untergangs. Oh, der sieht ja fies aus. Der hat ein paar Tentakel im Gesicht. Ja, das kann ich wieder tanken. Und da hilft die Rächerin gerade mit. Ein anderer Spieler, das ist ja schon mal super. Sie warten in der Tür. Dann ist alles ein bisschen einfacher zu zweit. Ist man schneller durch. Und dadurch haben wir jetzt auch den Name. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Die Glyphe ist da. Jetzt können wir theoretisch, wenn wir alle drei Pläne haben, auch die Pläne machen und den Sternmob. Dafür müssen wir was schwimmen gehen. Gehen wir erstmal was schwimmen und dann machen wir die restlichen Pläne. Mal gucken, was es für ein Vieh ist. Ein Hai. Ein Delfin. Okay. Wieso auch nicht? Mal gucken, wie gut er brennt, ne? Ui, 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 ui. Er brennt auf jeden Fall ein bisschen was. Na, betäuben mich. Oh, das war knapp. Nein, jetzt kommt hier noch. Oh, schade. Das waren zu viele blöde Delfine. Kommt schon mal vor. Und dann noch der NPC da, der dann auch noch tauchen kommt. Das gibt's ja wohl nicht. Das war jetzt sehr ungünstig. Wie peinlich. Ich verliere gegen einen Delfin. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich glaube, da war ich gerade auch sehr unkoordiniert. Ich habe zu wenig Areas benutzt mit den ganzen kleinen Delfinen da. Kriegen wir jetzt hin. Komm. Einen Versuch haben wir noch. Einen haben wir noch. Tun wir zuerst mal den Angler da weg. Der abtrünnige Schiffsbauer, der hat mich da einfach mit umgehauen. Frechheit. Das wirst du mir büßen. Jetzt da dran. Und danach der Delfin. Und danach die Schiffsbären. Und dann die Quest angeben. Mal gucken, wo es dann weitergeht. Super. Schwimm, schwimm, schwimm. Oh, wie schnell die auch hier sind, oder? Das ist ja nicht normal. Oi, oi, oi. Oh, ganz schön rein. Nee, ist nicht platt. Gibt's ja wohl nicht. Was hier für Schaden machen die blöden Delfine? Das ist noch nicht bereit. Tja, was soll ich machen? Das wird nichts. Die sind zu heavy. Muss ich mich eh hier drum kümmern. Na toll, jetzt bin ich auch noch im Kampf die ganze Zeit. Aha, jetzt haben wir es. Ich warte mal auf hier Zeitkrümmung und auf Spiegelbild und dann versuchen wir es nochmal. Aber vorher suche ich hier noch die Pläne durch. Sicher ist sicher. Ja, und was spielt ihr denn so jetzt Samstagabends neben einem Stream? Freitagabends, Entschuldigung. Schon was geplant. Ich werde nachher noch Kingdom Hearts spielen und Assassin's Creed Odyssey. 2 Stunden streamen wir heute hier. Ich glaube schon, dass wir ziemlich gut weit heute in Sturm Sankt Tal kommen.
Oh, der Biber. Der Biber will auch Stress. Gibt's ja wohl nicht. Frecher Biber. Der Biber ist schwerer als der normale NPC hier. Kann ja wohl eher wahr sein. Der geht gar nicht down. Ich habe kein Ziel. Aha. War jetzt der Plan in dem Biber oder? Ach, die macht auch die ganze Zeit. Dann hätten wir auf jeden Fall den letzten Plan hier zusammen. Jetzt haben wir auch Spiegelbild und Zeitkrümmung. Jetzt können wir uns auch nochmal um den Delfin kümmern. Wenn ich denn jetzt mal ein bisschen Ruhe habe und mich recken kann. War ja wieder klar. Der letzte Plan hätte doch da jetzt drin sein können, aber nein. Natürlich nicht. So, jetzt geht's ihm an den Kragen. Komm her, du. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich, wie gesagt, da muss ich Areas nutzen. Och Mann. Gibt's doch nicht. Zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das war ja jetzt wieder typisch. Ich will den die ganze Zeit killen und zack, fertig. Okay. Auch der ist weg. Der named ist geschafft. Ach, hier könnte ich jetzt wieder. Könnte ich wieder ein bisschen. Nee. Da war ich eben. Ausgrabung geht da nicht. Archäologie, das ist da zu kompliziert. Ein letzter Plan. Dann haben wir hier alles fertig. Nur noch Zeit. Wir müssen wieder das nächste Gebiet wechseln hier. Mehr als 20 Minuten, 30 Minuten in einem so einem Gebiet muss ja nicht unbedingt sein. Wenn man noch die ganze Map vor sich hat. Oh Mann, dann habe ich da noch wenig entdeckt. Das gibt's nicht. Ihr wagt es, Haus Sturmsang zu trotzen? Nee, du kannst mal auch den Plan einfach so geben, da brauchen wir nicht zu kämpfen. Ich hab nur Befehle befolgt. Endlich, es ist geschafft. Tada! Alles fertig. Abgabe bereit. Statuiere ich ein Exempel. Keine Zeit. Lass mich laufen. So, da hinten an dem Schiff haben wir schon mal gekämpft. Ist schon ein paar Let's Plays vorbei. Und hier sind wir jetzt. Die sind ja hier irgendwie diesen Oktopus am anbeten, soweit ich das verstehe. Mit einem Tag harter Arbeit kann man alles ins Lot bringen. So, er wollte die Baupläne. Da haben wir sie. Und wir kriegen 50 Kriegsressourcen dafür. Das ist doch schon mal super. Dann das fehlende Glied. Wir müssen all dem Grund gehen, bevor Lord Sturmsang die Offensive geht. Genau. Den Sturmsang wollen wir besiegen. Eine Glyphe, aber natürlich. Aber mit was im großen Meer ist die denn bedeckt? Passt auf euch auf da draußen. Das kann ich auch nicht sagen. Das kann ich tun. So, und jetzt haben wir hier Waffen für den Kampf. Dieses Tal gehört seinen Leuten. Wir müssen kämpfen, um es zu retten. So, zwei. Oh, aha. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, schon zweihändig. 286. Sehr schön. Nehme doch sofort hier die sturmverschmolzene Spitze. Sehr nice. Sehr gut. Dadurch habe ich jetzt dann doch mal einen kleinen Push wieder im Item-Level. 279 sind wir jetzt. Wunderbar. Benötigt ihr mich? Und jetzt das Urteil des Sturms. Als ich während des Rituals meinen Geist den Strömen öffnete, spürte ich die Anwesenheit eines Mitglieds aus dem innersten Kreis Lord Sturmsangs. Wellensprecher Reik, wenn jemand die verschollene Flotte finden kann, dann er. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie sich meine Brüder gegen unsere eigenen Leute wenden. Verflucht seien die Eide. Wir müssen Reik zwingen, Vernunft anzunehmen. Und da gibt's dann endlich mal wieder ein schickes Item mit Herz von Azeroth Stufe, das ist doch super, und Artefakt macht. Die Strömung leite euch. Wo ich fühle den Ruf von Reiks Macht wie ein Leuchtfeuer.
Schnell! Oh. Weggebeamt. Ich lauf mal schnell hinterher. Der müsste da sein. Bruder Pike, das Urteil des Sturms. Jetzt wird's heftig. Jetzt kommt ein kleiner Boss hier. Takelagen, Ludger und Söhne. Und jetzt? Wellensprecherei, da ist er. Soll ich einfach mal angreifen? Ich glaube schon, ne? Ah ne, ich soll mit dem erstmal reden. Ich höre. Ich bin bereit. Wir müssen diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Behaltet immer das Meer im Auge. Okay. Pike, die Flotte muss umgehend nach Kul Tiras zurückkehren. Die Gezeiten haben sich geändert, Bruder. Steht zu uns, oder ihr seid verloren. Ihr seid es, der verloren ist. Und los geht's. Auch wieder hier mehrere kleine Angreifer. Ich brauche ein Ziel. Mit eurer närrischen Fürsorge für Brennerdamm wart ihr nie würdig an Lord Sturmsand stand. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen was wegballern hier. Ich brauche ein Ziel. Spürt ihr nicht die Großmächtige in der Tiefe? Ihr Wille wird unser Volk erneut einen. Diese Stimme bietet nichts als Lügen. Jetzt darf ich ihn aber. Nee, noch immer nicht. Ich habe viel vorzubereiten. Kümmert euch um sie. What? Oh, der sieht gut aus. Springflut. Sieht richtig fies aus, der Typ. Ich komme gar nicht näher ran, oder was? Was geht denn hier ab? Oh, ich muss ein bisschen gucken. Na, 25% dürfte jetzt klappen. Ich glaube, ups, sorry, ich glaube, ich krieg den platt. Also, dass er mich immer so zurückhaut, nervt. Ja, ist ja gut jetzt. Alter Schwede. Geschafft. Na? Wie? Ist es der weg? Der Bruder. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Hier drin ist nichts mehr. Wir sind soweit durch. Bereit zur Abgabe. Jawohl. Nur der Named ist jetzt schon abgehauen, ne? Also gerade den, den wir eigentlich wollten, der ist jetzt weg. Das ist schlecht. Der hat uns einfach hier kämpfen lassen. Schon wieder ein wichtiger Kerl entwischt. Mal gucken, wann wir den finden. Vielleicht im Enddungeon hier von dem Gebiet. So, geben wir die mal ab. Gezeiten, Mutter. Was ist aus uns geworden? Mögen die Gezeiten euch segnen. Was nehmen wir denn Schönes? Also, hier haben wir die Brust. Wir haben eine 300er Brust an. Und eine Schulter. Wir haben eine 285er Schulter. Das ist doch wieder nicht zu glauben. Beide Items schlechter als die, die ich schon habe. Ja, was ist mehr wert? 52 Gold, diese hier.
Beide kann ich nicht gebrauchen. Ein Haus in Gefahr. Erfolgsfortschritt. Fürchtet nicht den Fluss der Gezeiten. So, damit haben wir 3 Kapitel von 8 im Sturm St. Tal geschafft. Das ist doch schon mal nice. Ja, fehlen dann noch ein paar. Also, wo geben wir uns das nächste hin? Ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, hier der Ruin. Findet den Verfasser des geheimnisvollen Briefes. Da können wir einfach mal rüberschwimmen. Schwimmen. Ne? Wir gucken einfach mal, was da ist. Und dann können wir uns so langsam hier durch diese Fragezeichen quetschen. Außer, was sagt er hier? Die Tiefen sprachen von eurem Kommen. Die anderen sind zum Nebelfluthafen vorausgegangen. Ich bezweifle, dass sie dort herzlich begrüßt werden. Wir sollten uns dort mit ihnen treffen. Es gibt allerdings etwas, das ich vorher erledigen muss. Trotz Reiks Rückzug spüre ich immer noch eine furchtbare Dunkelheit in der Nähe. Ich wünsche den Gezeiten zu lauschen, um Antworten zu erhalten. Helft Bruder Pike, sein dunkles Ohm zu untersuchen. Okay. In der Nähe gibt es eine Brücke, von der man freie Sicht auf den Schrein des Sturms hat. Das Omen kommt von dort. Lange hat mein Orden der See gelauscht, um unsere Schiffe und unser Volk zu führen. Es war ein sanftes Raunen, das nur wenige vernahmen. Mit der Zeit wurde das Raunen lauter, gebieterisch, drohend bisweilen. Wir haben versucht, uns dagegen zu wehren, ihm zu widerstehen, aber ich fürchte, wir haben versagt. Der Sturm erwacht in jedem von uns. Ich kann es hier ganz deutlich spüren. Etwas Dunkles erwacht. Was ist es denn? Brüder und Schwestern, seht unsere glorreiche Bestimmung. Diese Dinger sind Kathir. Sie kommen aus den dunkelsten Tiefen des Meeres. Viele halten sie nur für Legenden. Geschichten, die davor warnen, mit unserer Magie in zu große Tiefen zu spähen. Wenn sie unter uns wandeln, ist die Flotte in größter Gefahr. Wir stehen euch bei, für die Sturmwacht! Okay, also machen wir mal hier an der Geschichte weiter. Gehen wir erstmal nicht hier hin, da können wir immer noch später hin. Wir helfen jetzt hier Bruder Pike. Benötigt ihr mich? Wir müssen den anderen helfen, bevor sie überrannt werden. Okay. Hinter dem Schleier. Diese Bastarde werden für das bezahlen, was sie getan haben. Für Anderson! Für das Sturmsangtal! Samuel, nein! Lasst ihn gehen, Telia. Ja, genau, weil ich helfe jetzt gleich auch. Wir müssen uns an Bord der abgründigen Melodie begeben und die unzähligen Seelen dort retten, bevor sie auch im Schrein verschwinden. Dort, während die Barriere steht, kommen wir nicht auf das Schiff. Doch, während der. Aha. Benutzt das abtrünnige Leuchtfeuer, um die Winnen und Greifer zu bannen. Ja, sind auch wieder Items. Ja, da sind ein paar gute bei. Gedenkt der Gezeitenweise geleiten seit jeher verlorene Seelen auf See. Aber nicht so. Gemeinsam können wir Kultiras vereinen. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Diese Monstrositäten haben schon die Docks erobert. Tötet 8 Skelettmatrosen und 4 Seerufer. Okay, kriegen wir das hin. Das hört sich doch gut an. Dann wollen wir mal. Wollen wir mal da vorne auf. Super. Läuft. Also Matrosen killen und also hier die Skelette und Matrosen und südliche Greifer und sowas. Okay. Na, ich gehe mal was weiter rein. Der Nebelfluthafen. Da ist auch eine Truhe. Und was hier? Ein flüsternder Wellenstab. Ui, 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 ui. Ich höre die Stimme. Geht aus!
großen Wahrheit. Das ist nicht gut. Ich glaube, das könnte problematisch enden. So, den einen noch. Komm, Gavin, das schaffst du. Wenn das weg ist, gibt's Ärger. Bumm. Haha, explodiert. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, das ist bei mir auch Gewohnheitssache, ne? Also ich kann nicht mehr ertragen. In jedem Spiel habe ich Gepäckprobleme. Müssen wir halt das Billigste wegschmeißen. Ich glaube, hier diese komischen Karten, da muss ich mich mal mit beschäftigen. Surama, was soll ich denn damit? Benutzt auf der Minikarte die Schätze Suramas auf, solange ihr diese Karte im Inventar habt. Brauche ich alles gar nicht mehr. Sturmheim. Eigentlich haben wir alles durch. Die kann ich mal wegtun. Hier die Items kann ich auch mal alle verkaufen. Ist ja auch 287, das war einhändiger, das war das Problem. Ja, okay. Da gibt es jetzt noch eine Fiole, eine blutige Angelegenheit, sammelt 20 Gezeitenblut. Die Fiole ist mit Zähnen, sie scheint gerade ein Gefäß anzukämmen, okay. Ja, was genau diese dann sagt, weiß ich nicht genau. So, und was haben wir hier drin? Hier haben wir das Gezeitenblut drin. Dann fangen wir doch mal an. Bisschen Gezeitenblut. Bisschen Skelette vernichten. Bisschen gegen diesen Kult von diesem Lord Sturmsang da ankämpfen. Noch zwei Stück. Kommen da gelaufen. Ja, läuft doch gut. Jetzt brauchen wir wirklich nur alles wegzuhauen, was hier ist. Ich gehe auch schon mal zu dieser Truhe, die hier zu sehen ist in der Nähe. Ja, aber hier ist natürlich auch interessant, ne? Haha, Alchemie. Oh, was ist das Gezeitenzeug? Also, gibt's gar nicht nur im Fast, gibt's auch frei rumlaufen. Ich habe kein Ziel. Alle tot, wunderbar. Inventar ist voll. Ach, schon mal wieder. Wer hätt's gedacht? Ich muss irgendwie was loswerden. Wenn doch mal ein Händler. Ach, da hinten war ein Händler, wo ich herkam. Schade. Jo. Ich weiß aber auch nicht, was ich noch wegschmeißen soll. Erschaffen, Klassengegenstand. Das kann ich nicht benutzen. Tja, brauche ich auch nicht mehr, ne? Raube von Tierisfall ist ein bisschen. Oh Gott. Warum auch nicht mehr? So. Ja, ich glaube, die werfen auch mal weg. Die auch. So, jetzt langsam aber sicher. Haben wir wieder ein bisschen Gepäck? Ich muss näher ran. Ja, und weiterhin killen, ne? Das ist angesagt, also noch ein bisschen von dem Gezeitenblut. Ich ewig leben. Super. Jetzt ist nicht mehr viel übrig. Noch Skelette und der westliche Greifer. Ach, die Greifer, da muss ich mich mal drum kümmern. Da weiß ich gar nicht, was das sein soll. Südlicher Greifer gelöst. Lass mich mal gucken, was das ist. Ah, diese Tentakel da vorne. Cool. Dann machen wir die mal weg. Ihre Macht in der Tiefe werde ich ewig leben. Mal gucken, wie viel sie aushält. Irgendwie geht da gar nichts. Ich kann sie nicht angreifen. Moment. Was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich kann nicht mit interagieren. Ach, da war was. Benutzen verströmt verstörendes Licht, das die Magie der Gezeiten. Ah, okay. Hätte ich mal benutzen müssen. Mache ich jetzt. Vorher trinke ich mir noch einen von den Fläschchen. Und ein Wodka oder was da drin ist. Sieg. Okay. Ermöglicht über Wasser zu wandeln. Funktioniert nur im Sturmsanktal. Okay.
Zeit euer verderbtes Fleisch verschlingen. Jawohl, die erste ist schon mal weg. Jetzt gehen wir hinten zu der Truhe. Und dann kümmern wir uns nachher um die anderen beiden noch. Hier müsst ihr jetzt irgendwo... Da ist sie. Ich habe sie schon gesehen. Tada! Kleine Schatztruhe. Ja, wieder Kriegsressourcen. Brauche ich nachher alle noch. So, was ist da oben? Da ist die andere Tentakel. Es geht voran. Hier geht es schon relativ zügig jetzt gerade. Ich höre die Stimme. Die tausend Wahrheiten. Ist klar. Hinfort, elende Dunkelheit. Ich trinke von der unendlichen Leere. Okay. Letzter Tentakel. Dann dürfte das Ganze hier befreit sein. Ja, und natürlich Alchemie muss sein, ist ja klar. Was haben wir hier noch? Der Wellenstab. Da weiß ich nie, was das ist. Ich drücke einfach mal drauf. Und da ist auch noch ein Sternmob irgendwo. Wir sind auf jeden Fall in der richtigen Richtung für den Sternmob. Irgendwo da. Ja. Ich habe kein bisschen Vorsicht, bisschen viele Skelette, ne? Oh, gucken wir mal, was das für ein Vieh ist. Da hinten, ich sehe. Da ist er. Dagus der Verachter. Uhohaha. Den tun wir jetzt gleich mal verachten. Den greifen wir gleich mal an. Gut aus. Der letzte Hund. Und jetzt. Das ist zu weit entfernt. Was war hier nochmal drin? Also das Gezeitenblut, da brauche ich auch noch ein paar von. Super. Nächste Aufgabe ist durch. Ja. Erstmal die Tentakel angemeldet. Man weiß ja nicht, was kommt. Vielleicht muss ich dafür den nehmen. Irgendwo in der Nähe oder so. Keine Ahnung. So, jetzt das und dann haben wir es. In der Tiefe werde ich ewig leben. Die sind alle voll besessen. Aber warum sind die so besessen? Das ist irgendwie die Frage. Hätten die sich nicht gegen diese Besessenheit wehren können? Dieses Schiff nicht länger beschützen. Super. Also, jetzt nur noch den Named. Das hat doch gut geklappt. Mit dem Befreien. Von diesem Hafen. Ja, oh Gott. So viele Ads. Muss man echt noch mehr wegräumen, weil der hat so viele von diesen Gezeitenblut und so, dass man erstmal den Vorplatz räumen muss.